Hallo, mein Name ist Peter Bielobreski. Ich bin Fotograf. Es ist natürlich schade, dass Sie heute nicht hier sein können, sondern nur draußen an den sogenannten Endgeräten, wie wir das in dieser Pandemie gelernt haben. Und ich hoffe, ich kann Ihnen vielleicht ein bisschen nahebringen, was mich qualifiziert, hier bei diesem Projekt Experiment Heimat in Unna mitzuarbeiten. Zunächst möchte ich Ihnen natürlich klar machen, was mich denn überhaupt zur Fotografie getrieben hat, was mich geprägt hat. Ich glaube, dass diese Form von Prägung, also das Biografische in der Tätigkeit eines Künstlers, einer Künstlerin, eigentlich die wesentlichen Eigenschaften sind, die später auch die ästhetischen Qualitäten und auch die inhaltlichen Qualitäten einer Arbeit bestimmen. Hier zeige ich Ihnen jetzt ein paar Arbeiten aus einer Serie, die noch nicht sehr alt ist. Das ist das sogenannte Wolfsburg Diary, was ich in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Wolfsburg realisiert habe, und zwar im Jahr 2015 und 16. Warum Wolfsburg? Ganz einfach. Ich bin in dieser Stadt geboren worden, was zur Geburt möglicherweise vergnüglich war, aber in den folgenden Lebensjahren vielleicht nicht so sehr. Wolfsburg ist eine Stadt, die sehr industriell geprägt ist, ist eine neue Stadt und die architektonisch doch sehr eklektisch ist, weil sie eben erst in den 30er Jahren, 20er und 30er Jahren gegründet, nein, in den 30er Jahren gegründet als Stadt des KdF-Wagens eine unrühmliche Rolle gespielt hat und später dann als zur äußerst erfolgreichen Sitz einer großen Automobilfabrik wurde. Diese Stadt, die ich damals nicht in der Lage war, so zu fotografieren, wie ich sie jetzt fotografiert habe, wollte ich eigentlich so schnell wie möglich verlassen und habe das dann auch getan, habe dann mehrere Reisen gemacht, große Reisen. Dieses Bild, was Sie jetzt hier sehen, ist der Dünenplatz in Wolfsburg, was in den 60er und 70er Jahren ein lebendiges Einkaufszentrum war. Ich bin etwa 50 Meter entfernt davon aufgewachsen. Und obwohl Wolfsburg eine der Städte mit den höchsten Steueraufkommen ist, eine sehr, sehr reiche Stadt verglichen mit anderen Städten, sind dann doch diese Subzentren, die eigentlich diese Stadt in den 60er und 70er Jahren geprägt haben, eigentlich vollständig verwahrlost und ausgestorben, wie man in diesen Bildern sieht, was natürlich zusammenhängt mit Out-of-Town-Shopping-Centers, ECE-Malls und so weiter. Das ist also meine Geburtsstadt. Da hinten sieht man das berühmte Volkswagen-Werk. Und das ist jetzt eine Arbeit, die ich gemacht habe während des Studiums und die vielleicht ein bisschen zusammenfasst, was ich damals machen wollte, warum ich Fotograf geworden bin, mit dieser ganz naiven Vorstellung, ich wollte in anderen Ländern Geschichten erzählen. Das heißt, diese graue Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war Anlass davon, immer möglichst weit wegzufahren. Dies ist eine Arbeit, die ich während des Studiums gemacht habe und die doppelt prägend war, weil es eigentlich eine der letzten Arbeiten ist, die ich in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Es ist eine Arbeit über Osterprozessionen in Venezuela, fotografiert 1991. Und diese Arbeit folgt einem klassischen Narrativ. Also das, was man früher unter Reportagefotografie kannte, war das, wo ich mich ausprobieren wollte und eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählen, also tatsächlich ein bisschen filmisch angelegt, wie hier mal aus der Sicht der Zuschauer, mal mit Blick der Zuschauer und mal aus der Sicht der Protagonistinnen und Protagonisten. Ja, also hier ist dann der Höhepunkt dieser Veranstaltung. Es ist schwarz-weiß, es ist dramatisch, es ist so ein bisschen orientiert an fotografischen Vorbildern wie Sebastio Salgado. Es hat allerdings zu nicht viel geführt, außer mir selbst zu beweisen, dass ich das kann. Also die Welt, in der ich mich damals bewegt hatte, war eine, die dann doch ein bisschen darauf guckte, journalistisch-dokumentarisch zu arbeiten. Und dieses Schwarz-Weiße wurde in dieser Form aus fernen Ländern eigentlich in dieser Form nicht mehr gedruckt. Gleichzeitig schwappte an meine Hochschule, die Folkwang-Schule in Essen, die ja gar nicht so weit weg von hier ist, eine Welle von
amerikanischen, englischen Farbfotografen, die die Fotografie anders interpretiert haben, ohne Drama, alltäglicher und so weiter. Und ich habe das Ganze auch relativ zeitgleich zum Anlass genommen, um den letzten Sommer der DDR, das war also ein Staat, der im Osten Deutschlands liegt und nicht mehr existiert, liebe Kinder. Da habe ich versucht, Bilder zu machen, die eben entgegen den Geflogenheiten standen, dieses ganze Grau und Schwarz-Weiß und elendig zu fotografieren, sondern tatsächlich habe ich die Strategien der amerikanischen Farbfotografen adaptiert, um ein bisschen das Gefühl von Seebädern im letzten Sommer der DDR, im Sommer 1990, zu fotografieren. Und im Grunde ist das dann eigentlich dieses Rüstzeug gewesen, was dann meine Arbeit später weiter beeinflusst hat. Auf dieses Bild werde ich gleich nochmal zurückkommen. Und jetzt gehen wir nach England. Ich bin 1991 im Herbst dann mit einem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst nach England gegangen und habe dort am London College of Printing, was heute London College of Communication heißt, ein Gastsemester absolviert und während dieses Gastsemesters oder beziehungsweise ein Gastjahr und habe dann während dieser Zeit in England von, sagen wir, Oktober 1991 bis Oktober 1992 meine Diplomarbeit für die Folkwang-Schule realisiert. Dieser Arbeit habe ich später den Titel gegeben, Give My Regards to Elizabeth. Und die Arbeit ist ein Versuch, mit fotografischen Mitteln die Klassenunterschiede in England zu thematisieren oder vielleicht nicht nur zu thematisieren, sondern auch zu verstehen. Also ich war 5 Jahre mit einer Engländerin zusammen, mit der ich auch heute noch gut befreundet bin. Und diese unterschiedlichen Herkunftsszenarien, ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Heimatbegriff, die haben doch was mit uns gemacht. Und ich wollte eben über die Fotografie verstehen, wie dieses England tickt, weil ich kam aus Wolfsburg, wie schon mehrfach erwähnt, und diese Stadt war eine Art sozialistisches Ideal, während meine englischen Freunde eigentlich nicht davon träumen konnten, einen VW Golf zu fahren. Obwohl sie ausgebildet in der Mittelschicht war, konnte jeder Fließbandarbeiter in meiner Heimatstadt sich einen Golf kaufen. Und das habe ich im Kopf überhaupt nicht zusammengekriegt. Und in a way, so to speak, war diese Arbeit der Versuch, damit umzugehen. Ja, also das heißt, diese Arbeit war auch nicht in irgendeiner Weise darauf gerichtet, was ich hinterher damit mache, ob das jetzt irgendwie Kunst ist oder Journalismus oder Dokumentation. Das war mir damals völlig egal. Also ich wollte Bilder machen, die mich durch dieses Land gebracht haben und die mir helfen, diese Systeme, die hier zwischen diesen beiden Bildern liegen, in irgendeiner Weise besser zu begreifen. Und da kommt dann diese klassische Klischee-Metapher rein, sich selbst ein Bild machen, was ich übrigens eine sehr viel schönere Metapher finde als die, die einem immer um die Ohren gehauen wird, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, ist, entschuldigen Sie bitte, absoluter Humbug. Man sieht nur, was man weiß. Also man kann tatsächlich nur dieses Bild interpretieren, wenn man in irgendeiner Weise ein Werkzeug zur Verfügung hat, was in einer bestimmten Kultur geschult, geschärft und ja, verstanden worden ist. Wenn Sie dieses Bild an jetzt einen weiter klischeebehafteten Ort in Papua-Neuguinea bringen, kann kein Mensch so richtig wirklich was damit anfangen, weil die Kontexte, die wir jetzt haben, wenn wir dieses Bild angucken, dann spielt da der Brexit eine Rolle, es spielen Klassenunterschiede eine Rolle und so weiter und so fort. Wir müssen das aber alles erstmal wissen und insofern kann man auch nur sehen, was man weiß. Das bedeutet auch, dass ich Ihnen als Betrachterin nicht wirklich etwas
erzählen kann. Ich kann Ihnen einen Vorschlag machen, der Sie ermöglicht, der es Ihnen ermöglicht, dieses Bild in einer bestimmten Weise zu interpretieren. Aber was Sie darin sehen, hängt dann auch wieder ab von Ihrer Herkunft, Ihrer Heimat und Ihren Prägungen. Ja, unsere Hochzeiten, wenn unsere Hochzeiten jetzt hier in Unna sind, sind möglicherweise andere. Sie waren auf jeden Fall in den frühen 90er Jahren andere. Und natürlich sehen wir diese Bilder auch heute, 30 Jahre später, ganz, ganz anders, als wir sie damals gesehen haben. Wenn wir jetzt heute die junge Elisabeth dort sehen, denken wir sofort an ihren Ehemann Prinz Philipp, der vor 3 Tagen verstorben ist. Also das heißt, dieses Bild hat eine andere Bedeutung. Für die Zeit damals, dieses Wissen, das ich habe, dass es dieses Bild im Young Conservative Club in Putney aufgenommen ist, wo dann diese Komplementärfarben, die Sie sehen, das Grün in dem Schwarz-Weiß-Foto der Queen, dieser pinkfarbene oder rosane Cardigan, die Strickjacke dieser jungen Frau, die gleichzeitig ein Sticker des World Wildlife Funds trägt, was für mich damals auch nicht wirklich zusammenging. Und so ging meine Reise durch die englische Gesellschaft, hier zum Beispiel eine Maifeier der Universität Oxford, und ich habe immer gedacht, dass einer von diesen Jungs, die da auf diesem Bild sind, möglicherweise im Kabinett von David Cameron oder Boris Johnson gesessen hat, weil an solchen Schulen werden diese Leute ausgebildet, und wie Sie sehen, sind diese Physiognomien also ohne Vorurteil durchaus auch mit Arroganz und Wohlstand belegt. Solche Menschen finden Sie selten in Unna. Ja, und dieses Bild, was natürlich, ich will meine eigenen Bilder nicht interpretieren, aber tatsächlich die dazugehörigen Aufziehpüppchen sind, ohne jemanden in irgendeiner Weise zu diskreditieren zu wollen, das sind die Systeme, die mich da veranlasst haben, so zu agieren, wie ich agiert habe. Und hier sehen Sie dann natürlich ein bisschen vielleicht flach aus heutiger Sicht, wie dieses Ganze eskalieren könnte. Als ich dann mein Studium beendet hatte, war es dann so, dass ich diese Arbeit natürlich an bestimmten Orten gezeigt habe, und ich habe eigentlich immer zu hören bekommen, naja, das ist irgendwie ein bisschen zu journalistisch für die Kunst, und die Künstler haben gesagt, und die Journalisten haben gesagt, das ist ein bisschen zu künstlerisch für den Journalismus. Und ich habe dann gedacht, das ist irgendwie blöd, ich muss ja auch Geld verdienen. Und tatsächlich war es so, dass damals die künstlerische Fotografie, wenn sie als solche akzeptiert war, von einer Kunsthochschule kommen musste. Also das heißt, in die Künstler und Künstlerinnen, die in Düsseldorf ausgebildet worden sind, die waren per se Künstler. Thomas Ruff, der berühmte Kollege Thomas Ruff, hat mal gesagt, auf die Frage, was ist das Künstlerische an seiner Fotografie, hat er gesagt, das Künstlerische ist, dass ich meine Ausbildung an einer Kunsthochschule genossen habe, was natürlich eine sehr schlüssige, auch eine sehr deutsche Antwort ist. Diese Dinge sind dann später etwas aufgebrochen worden durch Fotografen wie Wolfgang Tillmanns und Jürgen Teller. Und auch ich hatte das Glück, Menschen zu treffen, die ein bisschen weiterdenken konnten. Und ich habe dann in den 90er Jahren sehr viel für Zeitschriften gearbeitet. Hier nur ein kurzes Beispiel aus dem Zeitmagazin, was für mich auch immer noch eine gültige Geschichte ist, als ich aus den Spuren von Jack Kerouac durch Amerika gereist bin. Und diese Arbeit war für mich insofern wegweisend, weil ich auch da es geschafft hatte, dem Zeitmagazin diese Geschichte so darzubringen, dass sie erstens dafür bezahlt haben, dass ich einmal durch Amerika gefahren bin, und zweitens, dass dann in einem sehr eingeschränkten Layout-Vorschlägen ich zu jedem Bild einen Text aus dem Kerouac-Buch zu den Bildern rausgesucht habe, um dann dies mit dem Bild korrespondieren zu lassen. Also wie hier zum Beispiel diesen sehr schönen Text, jetzt muss ich mir ein bisschen näher ranbeugen. Vor dem Sex reden sie nicht miteinander. Ich meine nicht dieses Verführungsgequatsche, sondern Gespräche über die Seele, denn das Leben ist heilig und jeder Augenblick wertvoll. Also das heißt, da ging es mir auch schon sehr darum, dass ich
mit den Fotografien etwas beschreibe, was nicht notwendigerweise im Bild zu sehen ist, sondern was eine Verbindung schafft zwischen dem, wo man herkommt, also der Kultur, also auch der Heimat und dem, was man damit verbinden kann. Und wie gesagt, die ganzen 90er Jahre habe ich dann für Zeitschriften gearbeitet und hatte dann während eines Zeitschriftenauftrags dieses Bild gemacht. Das ist 1995, glaube ich, entstanden in einem indischen oder in einem tibetischen Flüchtlingskloster in Südindien, in Baila Kupi. Das war eigentlich eine Porträtgeschichte über einen jungen Mann oder damals noch ein Junge, einen Spanier, der war die Reinkarnation eines tibetischen Lamas. Das lasse ich jetzt mal so stehen, da könnte man auch einen kompletten Vortrag drüber machen. Mir ging es darum, dass diese Atmosphäre in diesem Kloster besonders war und ich wollte ein Bild machen, was eben auch nicht beschreibt, was da ist, sondern das, was ich damit verbinde. Und dann ist mir dieses Bild gelungen und dazu fiel mir dann dieses Bild ein, was ich in der DDR 5 Jahre vorher gemacht hatte. Und das hatte eine Verbindung und ich wusste, dass ich diese Dinge miteinander in Beziehung setzen konnte, weil ich in den 80er Jahren eine ganz, ganz lange Asienreise gemacht hatte. Ich war 3 Monate in Indien. Indien hat mich fasziniert und meine Bilder, die ich damals gemacht habe, obschon ich schon Fotograf war, weil ich ja früher bei einer Zeitung gearbeitet hatte, hatten eigentlich nichts mit meiner Reise zu tun. Sie waren wie Abziehbilder, die so aussahen, wie ich dachte, dass Bilder auszusehen haben, wenn man in Indien fotografiert. Also das heißt nichts weiter als visuelle Klischees. Aber mit diesen beiden Vorschlägen, ja, Vorschlägen aus eigener Hand quasi, hatte ich das Gefühl, dass ich möglicherweise ein Instrumentarium habe, dieser Faszination, die ich mit Indien hatte, in Bilder zu fassen. Und was mich eben besonders fasziniert hatte, war, dass wenn man an bestimmte Orte ging, also dieses Bild ist aus Varanasi, der angeblich heiligsten Stadt der Hindus, dass man gemerkt hat, dass diese Orte in irgendeiner Weise aufgeladen waren. Und für mich war es diese Challenge zu sagen, wie fotografiere ich etwas, was das Aufgeladene transportiert, was nicht mehr zeigt, sondern Emotionen auslöst. Und dann habe ich tatsächlich insgesamt auf 6 oder 7 Reisen nach Indien immer relativ kurz, immer 10 Tage bis 2 Wochen an verschiedene Orte versucht, eben diese Plätze zu fotografieren, die aufgeladen waren. Also ich wollte keine Rituale beschreiben und ich hatte auch interessanterweise hatte dieses Ganze eine Lichtstimmung, wie da gehe ich noch mal zu dem zurück, die mich an die Malereien von William Turner erinnert haben. Und Turner habe ich immer mir in der Tate angeguckt, als ich in London gelebt habe. Und auch da ist wieder dieses Moment von Heimat, was über die eigene Scholle hinausgeht. Ja, also diese Idee von, wo komme ich her, ist ja nicht, dass ich aus Wolfsburg komme. Dieses Wolfsburg war sozusagen the kick in the ass to go away. Für mich war, ist es eben dieses, ich komme her aus einer Bildtradition, die offensichtlich von Turner so beeinflusst wurde, weil ich immer wieder faszinierend von diesen Dingen stand. Und natürlich ist das dann quasi eine Form von Zutat, wie wenn man einmal Knoblauch geschmeckt hat, dass man mit Knoblauch kocht. Ja, und diese Bilder sind im Grunde ja nicht sehr aussagekräftig, sie sind aber extrem emotional konnotiert. Und hier ist vielleicht noch etwas, was die fotografische Strategie und den Inhalt noch ein bisschen zusammenbringt. Es ist so, dass in diesem Bild etwas passiert, dass durch die lange Belichtungszeit die Figur, die in dem Bild unten rechts steht,
fast verschwindet. Diese Figur unten rechts hält dieses Bild aber quasi ästhetisch in der Balance. Wäre diese Figur verschwunden, würde dieses Bild nicht funktionieren, weil es einfach nach einer Seite kippen würde. Es würde einfach nicht mehr balanciert sein. Das, was die Maler als Komposition bezeichnen würden, würde nicht mehr gehen. Und letztlich ist diese lange Belichtungszeit natürlich etwas, was man überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, wie lange die Figur stillsteht. Und für mich war das dann auch so eine Metapher, so ein Spiel mit meinem eigenen Karma. Also funktioniert das? Also die hinduistische Religion geht von Karma aus. Also das heißt, man sammelt sozusagen Goodie Points, dass man sozusagen zu den Guten gehört. Und je mehr man davon sammelt, desto weniger Reinkarnationen muss man durchmachen, um zur Erlösung zu kommen. Und dieses war dann eben eine Verhandlung mit meinem eigenen Karma, zu sagen, okay, es funktioniert, wenn es funktionieren soll. Also tatsächlich auch so ein bisschen was von dieser Schicksalsergebenheit, die Indien so anzubieten hat, mitzunehmen. Und da ist es dann so, zum anderen natürlich auch diese Metapher dafür, wir sind noch da, aber wir sind auch schon wieder weg. Also, dass diese Figur transluzent wird, also dass diese Idee von Reinkarnation, von Kommen und Gehen auch wieder ästhetisch im Bild vorhanden ist, um so ein bisschen Hintergrund zu geben. Ja, und hier ist es eben auch so, dass dieses da funktioniert. Das war dann das Buch, das war mein erstes monographisches Buch im Jahr 2000. Erschienen und für mich ist es ganz, ganz wichtig, Bücher zu machen, weil Bücher dann tatsächlich einen viel umfangreicheren Eindruck geben in einer Arbeit, als wenn man nur noch ein paar Bilder macht, an denen man immer weiter fotografieren könnte. Mit dem Buch ist es abgeschlossen. Es ist zwischen zwei Deckeln, ich kann das Projekt weglegen und kann das nächste machen. Und was man an diesen Bildern vielleicht gesehen hat, im Gegensatz zu diesen England-Bildern, sie sind weiter weg. Also das heißt, ich habe die ganze Welt als Bühne aufgefasst. Also ich wollte auch nicht aufdringlich sein. Ich habe immer ein Stativ genommen und habe sehr lange in einer Situation verbracht und dann sehr auffällig, unauffällig. Also das heißt, die Menschen hatten mich eigentlich an mich gewöhnt, dass ich da einfach rumhing und irgendwas Seltsames gemacht habe. Habe ich dann versucht, so eine Art die Welt als Bühne aufzufassen. In England war ich sehr viel dichter dran. Diese Bühne habe ich dann erweitert und habe dann die Arbeit gemacht, die wahrscheinlich bis heute meine in Anführungsstrichen erfolgreichste ist. Das ist die Arbeit Neon Tigers und die hat tatsächlich in der Woche angefangen, in der ich das Indienbuch gedruckt hatte, weil ich der Meinung war, naja, jetzt ist irgendwie ein Projekt, mit dem ich 2, 3 Jahre gelebt habe, einfach fertig und damit ist es ja auch aus meiner Aufmerksamkeit verschwunden. Also in dem Augenblick ist es ja sofort nicht mehr interessant, weil ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich hatte schon immer so eine Faszination mit dem urbanen Raum. Ich hatte eine Faszination mit Asien und ich hatte in einem Videocafé, sowas gab es damals noch, 1987, das erste Mal in Bangkok den Film The Blade Runner gesehen. Und als ich 1995 einen Zeitschriftenauftrag in Singapur hatte, der auch noch die Illustration eines Essays von William Gibson sein sollte, das ist der Mann, der den Begriff Cyberspace zuerst in einem Roman Neuromancer verwendet hat, da hatte ich so das Gefühl, dass das, was Gibson in seinen Essays und Büchern beschreibt, dass es anfängt, in asiatischen Städten so langsam Wirklichkeit zu werden. Und Gibson sprach von High-Tech and Low-Life. Und vielleicht ist dieses Bild hier das, was das am besten versinnbildlicht. Also oben in diesem beinahe zweigeteilten Bild hat die Zukunft längst begonnen, während man unten bei diesen Menschen für 25 Cent frittierte Hühnchenflügel kaufen kann. Ja, High-Tech and Low-Life. Und das war für mich eigentlich dieses Mantra zu sagen, okay, ich fahre in verschiedene Städte in Asien, Südostasien, im Fernen Osten und versuche, genau wie ich in Indien dieses Gefühl von aufgeladenen Orten fotografieren wollte, eigentlich Orte zu fotografieren, die
eigentlich schon in der Zukunft angekommen sind. Also dass die Bilder so aussehen, als seien sie eigentlich am Bildschirm entwickelt, als seien sie das Hirngespinst eines durchgeknallten Computerprogrammierers, eines Schriftstellers, aber eigentlich nicht der realen Welt entnommen. Und um das sozusagen noch weiter auf den Punkt zu bringen, habe ich mir dafür eine Technologie ausgesucht. Ich habe eine Plattenkamera genommen, also im Grunde eine Technologie, die praktisch so alt ist wie die Erfindung der Fotografie, wo man immer nur ein Ding reinschiebt, also ein großes Stück Film, das relativ kompliziert zu handhaben ist, wo man den Augenblick nicht sieht, in dem man fotografiert und so weiter und so fort. Und habe eben mit dieser Kamera wirklich analoge Spuren dieser Städte auf Film fotografiert. Das Ganze habe ich in 6 Städten gemacht, in Singapur, Shanghai, Bangkok und die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Kann man aber nachlesen. Das ist Bangkok. So, und als ich dann zurückkam und tatsächlich diese Arbeit mit einigem Erfolg gewürdigt wurde, hatte ich das große Glück, eine Professur angeboten zu bekommen in Bremen an der Kunsthochschule und habe das dann gemacht, habe das akzeptiert, bin sehr dankbar gewesen für diesen Ruf und habe dann natürlich festgestellt, dass ich nicht mehr so viel reisen konnte, wie ich das in den 10 Jahren zuvor gemacht habe. Und habe gedacht, naja, wenn du jetzt so viel unterwegs warst, dann kannst du auch mal gucken, wie es denn in Deutschland aussieht. Also vielleicht kann man auch dieses Wolfsburg-Trauma überwinden und dieses als junger Mensch sind wir alle nicht in Deutschland in Urlaub gefahren. Es war völlig undenkbar. Also man musste irgendwie nach Griechenland, Italien und natürlich auch nach Asien und möglichst weit weg. Und so habe ich mir dann tatsächlich ein bisschen die Tradition vorgenommen, europäische Malerei, also flämische Malerei, die deutschen Romantiker und habe versucht, Bilder zu machen, die sich orientieren wieder an meinen alten Vorläufern, den amerikanischen Farbfotografen, aber auch an den Malern. Und ich wollte Bilder machen, die sowohl technisch so perfekt sind wie Malereien. Also das heißt, ich habe wieder diese riesige Kamera genommen. Das heißt, es ist keines dieser Bilder sind Schnappschüsse, sondern ich habe meistens Stunden an den jeweiligen Orten verbracht, an denen ich fotografiert habe. Also das heißt, ich habe immer so das Setting bestimmt und musste dann eben auf diesen Zufall warten, dass bestimmte Figuren sich in einer Weise verhalten, dass sie eigentlich wie perfekt da reingemalt funktionieren sollten. Ja, und am Ende ist mir dann natürlich auch aufgegangen, dass die Malerei früher auch immer eine soziale Dimension hatte. Also das heißt, es wurde auch immer Referenzen gemacht, wovon haben die Leute eigentlich gelebt. Also wenn man sich Bruegel anguckt, dass dann die Leute irgendwie Holz durch die Gegend tragen und so weiter. Hier ist es aber so, dass es ausschließlich die Landschaft nur noch zur Freizeitwelt geworden ist. Also das heißt, immer wenn man da hinkommt, hat schon jemand eine rote Gore-Tex-Jacke an. Und was interessant ist, ist dann auch noch, passiert in dieser Arbeit auch noch, dass Verhältnis von Bild zu Wahrnehmung wird thematisiert, weil wenn ich an einen solchen Ort gehe, um die Landschaft zu betrachten, will ich ja nicht, dass da noch einer ist, weil dann, ich will ja alleine sein, ich will ja quasi die Kontemplation sein. Aber im Bild brauche ich eigentlich diese Figur, um mich wieder in diese Figur hineinzuversetzen. Also das heißt, ich bin in einer ganz, ganz seltsamen Doppelrolle. Ich bin sowohl in dem Bild, als auch, dass ich von außen das Bild betrachte. Ja, also das heißt, ich betrachte gar nicht Landschaft. Ich betrachte immer ein Bild, wenn ich dieses Bild betrachte. Ja, und es geht auch gar nicht um die Schönheit der Landschaft, sondern es geht tatsächlich um die ästhetische Konzeption des Bildes. Nun gut, und als ich dann damit fertig war, habe ich gedacht, wie
nenne ich das eigentlich? Ja, und das war, ich hatte dann mit Romantik experimentiert, mit allen möglichen Begriffen. Und tatsächlich kam mir dann der Zufall zur Hilfe. In einer großen deutschen Wochenzeitung, nämlich der Zeit, gab es ein Interview mit Edgar Reitz. Und Edgar Reitz ist der Mann, der in seiner Heimattrilogie der Erste war, der quasi den Heimatbegriff den Nazis und den Rechten wieder entrissen hat. Und mit dem Dorf Schabach, aus dem das Hermensche kommt, hat er also wirklich einen Epos begründet. Und es gab ein Zitat von Edgar Reitz, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, der da sagte: So hat sich ein typisch deutsches Landschaftsgefühl entwickelt, angefüllt mit all unseren romantischen Vorstellungen. Man betrachtet deutsches Land immer mit besonderen Augen. Es ist immer Seelenlandschaft, in aller Ambivalenz, denn darin stecken auch ungute Ängste. Entscheidend ist aber, dass es nie ein einheitliches Bild ergibt. Aber das finde ich in Ordnung, denn in dieser Zersplitterung bleiben wenigstens die richtigen Fragen offen. Es stammt aus dem Dezember 2004. Und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was ich mache. Und Edgar Reitz möge mir verzeihen, ich nenne es einfach Heimat. Und habe dann im Vorwort und tatsächlich auch eine für mich nochmal eine Begründung geschrieben, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte, die da lautet: Heimat. Ich bin immer in den Süden gefahren im Urlaub. Später habe ich den Südosten fotografiert, Indien, Nepal, Burma, Thailand und dann die Megastädte der asiatischen Tigerstaaten. Da traute ich mich, meiner Faszination Ausdruck zu verleihen, zu erzählen, ja auch Dinge schön zu finden. Ich wollte mein Verhältnis zu meinem Deutschlandbild klären, einem Land, das für mich emotional und kulturell prägend ist, also Heimat. Vielleicht ist es ein wenig konservativ, aber die Gemälde Caspar David Friedrichs haben meine Vorstellung von deutscher Landschaft mehr geprägt als Anselm Kiefer. Der Mönch am Meer ist für mich die Quintessenz bildnerischer Übersetzung der deutschen Seelenlandschaft, depressiv und ungeheuer hoffnungsvoll. Angeblich das erste Bild der Moderne, so korrespondiert es auch mit der Entdeckung meiner fotografischen Moderne, den Bildern des amerikanischen Farbfotografen Joel Sternfeld. Seine Arbeit American Prospects war wesentlich dafür verantwortlich, dass ich die Schwarz-Weiß-Fotografie hinter mir ließ. Die Bildkonzeption für Heimat zitiert sowohl Friedrich als auch Sternfeld sowie ein paar weitere Zeitgenossen. Das ist gewollt und als Hommage gemeint. Mein Thema ist ein anderes. Meine Fotografien sind Projektionsflächen des postmodernen Menschen für die Sehnsucht nach der Natur. Allerdings gehört die Stille einem nicht mehr allein. Es sind immer schon andere da, in einer roten Gore-Tex-Jacke. Nur schaut man die Bilder an, so stört das nicht. Im Gegenteil, erst die Figuren, ihre Verteilung auf der Fläche, machen die Fotografie zu einem Bild. Damit unterscheidet sich die reale Empfindung der Anschauung der Landschaft in der Landschaft erheblich von der Betrachtung des Bildes. Und obschon scheinbar dokumentarisch, sogar kritisch interpretierbar, bleibt das Bild als ästhetische Äußerung doch schön. Und am Ende schrieb ich dann: Heimat bedeutet Wurzeln zu haben, nicht notwendigerweise verwurzelt zu sein. Die Erde, aus der sie stammen, bestimmen den Code, nicht aber die Substanz. So ist Heimat auch kein Buch über Deutschland als Heimat, sondern entwirft ein Bild, das jenseits dunkler Vergangenheit, Wiedervereinigung und German Disease ein persönliches Stück Bild- und Kulturgeschichte fixiert. Das stammt aus 2015. Hier ist nochmal ein Zitat von Bruegel. Und hier ist meine Interpretation vom Mönch am Meer. Weitere Themen. Ich habe mich dann auch immer gefragt, was ist das eigentlich, was mich zu diesen Themen bringt? Diese Arbeit ist ein anderes Stück Heimat für Menschen. Das sind Migranten aus den Philippinen, vom philippinischen Land, die in die Stadt Manila gehen, um da in Anführungsstrichen
ihr Glück zu finden. Diese Menschen bauen Häuser aus denen, was ihnen andere verkaufen, was das Meer anschwemmt an einem extrem prekären Ort, nämlich direkt am Strand zwischen zwei Containerterminals. Und dieses Behaustsein ist eben auch ein anderer Aspekt von Heimat. Also was bauen wir uns, was uns schützt? Ja, wir bauen uns mittlerweile Burgen mit bodentiefen Fenstern und hier gibt es Menschen, die haben nur die Möglichkeit, mit einfachsten Mitteln sich eine Heimstatt zu schaffen. Ich habe dann da ein kleines Buch gemacht. Diese Arbeit ist tatsächlich in 2 oder 3 Tagen fotografiert. Es ist eine Typologie dieser Häuser, die eigentlich eine Hommage sind an die Kreativität der Menschen, sich mit nichts ein Heim zu schaffen, die allesamt in künstlerischer Betrachtung, ohne arrogant zu sein, eigentlich skulpturalen Charakter haben. Ich habe dann für eine andere sogenannte Residency in Südafrika die Möglichkeit gehabt, in solche Orte reinzuschauen. Ich habe in Soweto, in Cliptown, etwa 100 Hütten informeller Siedlungen, die eigentlich schon seit 50 Jahren bestehen, fotografieren dürfen. Und man sieht sehr genau auch da diese Idee, sich heimisch zu fühlen. Also ganz, ganz viele dieser Gegenstände, Möbelstücke, die dort drin stehen, verweisen eigentlich auf die Mittelschicht. Also Dinge, die die Mittelschicht wegwirft, werden dort zum Einrichtungsgegenstand. Die Menschen, die dort wohnen, haben ganz normale Jobs. Es gibt aber einfach in der Sozialstruktur des Landes nicht eigentlich keine Siedlung, die zwischen informeller Siedlung und hochpreisigen Apartments liegt. Also entweder man hat Geld und einen Job und hat ein hochpreisiges Apartment oder Haus, oder aber man wohnt in einer informellen Siedlung, also Taxifahrer und also der gesamte Dienstleistungssektor, oft schwarzer Menschen, wohnt in dieser Form von Siedlung, und daran hat sich eben auch nichts geändert, auch wenn seit fast 30 Jahren der African National Congress regiert. Eine andere Art, wieder mit diesem Heimatprogramm umzugehen, ist eine Serie von kleinen Stadttagebüchern, die ich mache. Aus den ersten Teil habe ich gezeigt über meine Heimatstadt Wolfsburg. Mit der gleichen Strategie habe ich 2015 Athen fotografiert während der Finanzkrise, und diese Bücher entstehen auch innerhalb einer Woche. Also es ist tatsächlich eine Art Sammlung, die dann in dem Auswahlprozess nachher verdichtet wird. Und natürlich war 2015 im Mai, als ich in Athen war, die Finanzkrise in aller Munde, und ich wollte wissen, wie macht sich denn so etwas in einer europäischen Hauptstadt, wie wird so etwas sichtbar? Und so habe ich dann hier in diesem Bild diese Absurdität, also dass ein roter BMW unter einem Schild steht, wo dran gesprüht ist: Frankfurt 2014 / Troika. Die Troika war damals ein Triumvirat aus internationalen Finanzinstitutionen, die Griechenland Vorschriften bezüglich ihrer Finanzierung, Refinanzierung und Staatsausgaben gemacht. So sieht das aus. Hier kommen noch ein paar Titel von, es hat damals mit Kairo angefangen. Kairo Diary, Beirut Diary, Wolfsburg und so weiter. Jetzt komme ich zum Abschluss zu einer Serie, die heißt Die zweite Heimat. Ich wollte tatsächlich auch am Anfang das nicht notwendigerweise mit Heimat benennen. Ich wollte tatsächlich nochmal eine große Deutschlandarbeit machen. Die Arbeit habe ich 2011 begonnen, 2016 abgeschlossen und bin natürlich nicht
permanent durch Deutschland gefahren, sondern immer mal wieder und habe versucht, Orte zu finden, die eine Art soziale Oberfläche des Landes spiegeln. Und da sind Städte wie Hamburg, Berlin, aber auch Städte, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, auf die ich dann unterwegs gestoßen bin und wo es bestimmte Referenzen gab, die ich in irgendeiner Weise interessant finde. Ja, und dann würde ich jetzt noch mal kurz etwas lesen wollen. Das ist ja auch ein Literaturfestival. Mein Freund Henning Susebach, ein Reporter bei der Zeit, hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, den Text zu schreiben. Und er schrieb Folgendes. Also er nimmt Bezug darauf, dass ich aus Wolfsburg komme. Und er sagt dazu, wessen Heimat ist schon Schloss Neuschwanstein oder der Leuchtturm Westhever Sand? Menschen, die heute Heimat definieren, sind auch selten in Hansi-Hinterseer Holzoptik groß geworden, sondern in den 60er und 70er Jahren. Damals wurde nicht nur Schönes gebaut, vieles schaue ich mir heute trotzdem mit Rührung an. So große Fenster, so viel Transparenzlust in jedem öffentlichen Gebäude, so viel selbstverständlicher Wohlstand in jedem Eigenheim, so viel ebenso weltzerstörender Flächenfraß wie Welt. Einschließende Mobilitätsfreude. Und so ist es auch wieder eine Aneinanderreihung von Fotografien, die durch einen Klang, die eigentlich durch die Klammer zwischen den Zeilen verbunden werden, die nicht notwendigerweise schön sind oder ästhetischen Klischees folgen. Eigentlich passiert auf diesen Bildern nichts. Sie sind Höhepunkte von Nichtereignissen, aber trotzdem können sehr, sehr viele Menschen, die mal einen Rummelplatz besucht haben als Jugendliche, mit diesem Bild, mit diesen Posen etwas anfangen. Auch da sind kleine Malereizitate drin. Es sind Gegensätze formuliert, wie hier in einem sozialistischen Mosaik in Eisenhüttenstadt mit der Mediamarktreklame in Berlin Mitte, wo quasi auch da eine andere Form von Propaganda ist. Und so kommen wir zu einem Rummel in Bottrop, einem der wenigen Orte, wo der Rummel noch mitten in der Stadt stattfindet. Und auch dort wird wieder über dieses Karussell eine Art Bild geschaffen. Und so sind diese Bilder zu einem Reigen verbunden, der ihnen ermöglicht, mit mir durch Deutschland zu fahren. Hier ist es so, dass eine Werbetafel an einem Ort, Salzwedel ist das, glaube ich, zu einer Kunstinstallation wird, weil dieser Moment, dieses Menschen, dessen Rückenfigur ich da sehe, der auf die Stadt guckt, so völlig offen und mit allen möglichen Bedeutungen aufzuladen, in den Himmel schaut. Das ist etwas, ein sehr typisches Bild für das Ruhrgebiet, was aber sehr verdichtet ist. Und da bin ich auch besonders gerührt, weil der erste Bildverkauf aus dieser Arbeit ging an eine schwarze Person, die in Bochum geboren wurde und gesagt hat, dieses Bild würde sie so sehr an ihre Heimat erinnern, womit wir wieder beim Thema wären, dass eben nicht die Hautfarbe, die langjährige Familiengeschichte und so weiter über die Heimat an sich bestimmt. Dieses ist dann das Titelbild des Buches geworden und zitiert eigentlich die erste Heimat und hat eben etwas anderes, weil im Gegensatz zur ersten Heimat, wo nur Touristen auf den Bildern sind, sind hier plötzlich Fremdarbeiter aus Osteuropa, Gastarbeitende oder wie immer man sie bezeichnen will, Menschen, die hierher kommen, weil sie hier bessere Löhne bekommen für eine sehr harte Arbeit auf den Feldern. Also auch da findet jetzt wieder so eine ästhetische Verschiebung an. Es ist so tricky schön, aber diese Situation, die da abgebildet wird, ist eine sozial zutiefst prekäre. Da sitzen sie und schauen zu. Dafür haben wir Geld. Und dort in Duisburg im Schatten der Hochöfen wird nicht mehr Fußball, sondern American Football gespielt.
Holländische Reisende machen Ferien am Rhein und Menschen im Nirgendwo warten auf den Bus. Und hier ist die Garage doppelt so groß wie das Haus. So, und zu diesem Bild, das ist das letzte Bild in Heimat, in der zweiten Heimat, was quasi nicht mehr zur Sequenz gehört, aber was im Anschluss an das Impressum noch zu sehen ist. Und es war mir wichtig, dass es am 31.12., also kurz vor Silvester 2015, fotografiert. Und dazu schreibt Henning Susebach Folgendes. Ein Bild, das alles zum Einsturz bringen könnte, weil das Thema so dringlich, so groß ist, dass es jeden Rahmen und jedes Format sprengt. Was sehen wir? Ein Bungalow, womöglich nur eine groß geratene Laube, verziert mit Wagenradheimlichkeit. Rückzug in die Ästhetik des Gestern. Dahinter winterkahle Bäume und das Morgen. Etwas Weißes. Zelte wie von Nomaden. Eine Flüchtlingsunterkunft. Es scheint kaum mehr möglich, sich in dieser Sache einer Meinung zu enthalten, den Betrachter nicht augenblicklich von der eigenen Ansicht überzeugen zu wollen. Peter Bialobreski gelingt das. Das Bild ist so schweigsam wie alle anderen im Buch. Es schenkt uns wieder diese Stille, in der wir die eigenen Gedanken hören können. Kein Kommentar und kein Belehren. Wer will, kann angesichts des weißen Gleißens im Bildhintergrund eine Bedrohung empfinden, aus dem Nichts gekommen wie ein Raumschiff in einem Steven Spielberg-Film. Aber auch ein faszinierendes Schauspiel, ähnlich den Eisbergen, die manchmal bis vor New Yorks Küsten treiben. Ganz sicher gibt es noch viel mehr Deutungen, auf die ich nicht sofort komme. Das könnte einen ärgern. Mich stimmt diese Denkfreiheit dankbar. So sieht das aus, wenn man das dann in einer Ausstellung installiert sieht, in den Hamburger Deichtorhallen. Und jetzt möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, ein paar Skizzen aus meinem Unna Diary, was parallel auch zu der Arbeit hier an Experiment Heimat entstehen wird. Und ich nehme Sie auf einen kurzen Spaziergang mit von gestern Morgen. Gestern war der 11.04. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund.